Willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Wir sind ja mitten bei den Reisen durch den Körper und heute möchte ich einen Teil des Körpers besprechen, der wirklich wichtig ist und wo auch wirklich ganz viele Leute zu mir kommen und immer wieder Probleme damit haben, nämlich die Wirbelsäule. Und die Wirbelsäule ist also ein zentraler Punkt beim Körper. Eigentlich stützt ja die alles. Man kann sich das so vorstellen. Also das ist wirklich so die Stütze unseres ganzen Körpers von der Wirbelsäule aus. Erstens einmal hält sie uns aufrecht. Das zweite ist dann natürlich auch, es laufen die ganzen Nervenbahnen durchs Rückenmark, durch die Wirbelsäule zu den Organen. Und da kann man sich dann schon vorstellen, dass das wirklich ein ganz großer Teil unseres Körpers ist. Geht natürlich auch von Becken runter, also von der Hüfte, bis rauf zum Kopf. Also man ist wirklich im Prinzip um die Wirbelsäule herum aneinandergereiht, könnte man sagen. Und wenn man bei der Wirbelsäule jetzt einmal so ein bisschen dahinter schaut, ein bisschen Dinge so energetisch betrachtet, dann kann man natürlich sagen, die Wirbelsäule gibt mir Rückhalt. Wir kennen aus dem Volksmund dieses, da hat jemand Rückgrat, da ist jemand zuverlässig, kann man sagen, da steht jemand zu seiner Meinung, da steht jemand zu sich. Also das ist so Rückgrat haben. Man kann auch dieses aufrecht stehen. Ich bin gerade, ich bin aufrecht. Das sind auch so Analogien zur Wirbelsäule. Vielleicht hast du ja schon mal was von den Chakren gehört. Die Chakren sind ja so Energiezentren und die meisten Leute kennen so diese sieben Hauptchakren, ne? Vom Wurzelchakra ausgehend bis rauf zum Kronenchakra. Und es gibt ja überall, wo wir Gelenke haben oder wo wir uns bewegen können, gibt es so kleinere Energiezentren, so Nebenchakren kann man die nennen. Und jetzt kann man sich vorstellen, alleine wenn du dir die ganzen Wirbeln der Wirbelsäule vorstellst und die Bandscheiben dazu, wie viele energetische Zentren da zusammenlaufen. Und darum ist es auch natürlich immer gut und wichtig, etwas für die Wirbelsäule zu machen. Auf der ganz physisch konkreten Ebene Wirbelsäulengymnastik, Rückenaufbau, Rückentraining, auch Stretching gehört damit dazu. Also das sind auf jeden Fall so Übungen, die sollte man immer wieder einbauen, um nicht irgendwann einmal da Probleme zu bekommen. Und ich merke es halt auch im Energetischen, dass Leute, die Probleme mit der Wirbelsäule bekommen, teilweise auch Themen eben mit der Erdung haben. Wie stehe ich im Leben? Wie stehe ich zu mir? Wären das so Punkte noch einmal? Also die sind oft einmal labil in der Wirbelsäule. Oder auch Leute, die eben viel mit Ängsten zu tun haben. Da schlägt sich das auch oft einmal auf die Wirbelsäule. Und es ist nämlich faszinierend, dass gerade Leute, die auch oft sehr, sehr schlank sind, wo man eigentlich nicht erwarten wird, dass die Probleme jetzt mit der Wirbelsäule kriegen, da jetzt auch Probleme haben. Die Wirbelsäule ist, wenn ich es energetisch bearbeite, ein ganz dankbares Körperteil, weil die Wirbelsäule sehr viel umsetzt. Das heißt, man kann super gut mit den Bandscheiben arbeiten, mit den einzelnen Wirbeln arbeiten und man kann schauen, dass das alles wieder in eine höhere Ordnung kommt und dass sich das auch alles wieder gut anordnet. Und da reagiert die Wirbelsäule sehr, sehr gut auf so ganz kleine Impulse oft. Also der ganze Körper reagiert relativ leicht auf so kleine Impulse, aber eben die Wirbelsäule ist dann noch einmal so einen Zacken, gut, vielleicht könnte man sagen, bei der Wirbelsäule merkt man es halt auch schneller, weil ich habe viele Leute, die kommen mit Schmerzen zu mir und ich arbeite dann halt am Energiefeld und die stehen auf und sind schmerzfrei oder können den Fuß bewegen oder können Bewegungen machen, die sie vorher nicht machen konnten. Und das nicht bitte noch einmal, ich arbeite nicht im medizinischen Sinne an der Wirbelsäule, sondern rein übers Energetische. Das heißt, die Wirbelsäule meines Erachtens nach lässt sich gut inspirieren und die Selbstheilungskräfte wirken sehr gut bei der Wirbelsäule. Und heute wollen wir eben eine Meditation zu dieser Wirbelsäule machen. Wir wollen schauen, dass da wirklich jeder Wirbel optimal in die richtige Richtung schaut, also optimal sich ausrichtet, dass es natürlich auch keine
keine Verkrümmungen gibt, so von der Skoliose her zum Beispiel, also dass die Wirbelsäule irgendwo schief wäre, dass irgendwo etwas verhärtet ist, dass Bandscheibenvorfälle und solche Geschichten einfach dann der Vergangenheit angehören und dass man das alles gut stärkt und wieder aufbaut. Und ja, während dieser Meditation werden wir heute sehr stark zuerst mit einer reinigenden Energie, mit einem weißen Licht arbeiten. Weiß ist so die Frequenz, kannst du dir vorstellen, Reinigung, Reinheit, wie beim Brautkleid. Also das ist die Reinheit und die Unschuld, die da heiratet. Und da ist eben so die weiße Energie auch ein Symbol dafür. Und die werden wir durch die Wirbelsäule jetzt fließen lassen. Und dann schauen wir mal, was brauchen auch dann die Knochen der Wirbelsäule, was brauchen die Bandscheiben, was brauchen die Nervenbahnen, was braucht das Rückenmark, der Rückenmarkskanal, dass der frei ist. Und da werden wir heute jetzt eben energetisch daran arbeiten. Und für diese Meditation wäre es eben gut, wenn du darauf achtest, dass die Wirbelsäule halbwegs gerade ist. Also du musst jetzt nicht so ganz aufrecht sein, aber schau einfach mal, dass du so bequem da sitzt. Also so bequem es geht. Also es soll jetzt nicht unangenehm sein. Aber die Wirbelsäule sollte, wenn möglich, gerade sein. Das heißt nicht, dass du irgendwie seitlich liegst. Du kannst auch am Rücken liegen, ist kein Problem natürlich. Aber achte eben darauf, dass die Wirbelsäule halbwegs gerade ist, ob du jetzt liegst oder ob du sitzt. Ich möchte nochmal dazu sagen, dass ich alle Begriffe, auch Heilung, Ausrichtung, dass ich das alles energetisch interpretiere. Also das ersetzt keinen Arztbesuch, das ist auch nicht medizinisch gemeint, sondern wir arbeiten eigentlich an dem energetischen Doppel der Wirbelsäule. Du kannst dir so vorstellen, also jeder hat im Prinzip also jedes Organ oder jeder Körperteil, den kann man sich auch energetisch vorstellen. Wenn du möchtest, dein Energiefeld hat auch eine Wirbelsäule. Und an der arbeiten wir da jetzt mit dieser Übung. Und wenn die energetische Wirbelsäule gut dasteht, dann inspiriert das deinen Körper, dass sich da auch die physische Wirbelsäule danach richtet. Das ist so eine ganz spannende Sache. Gut, dann legen wir los. Also setze oder lege dich einmal hin. Achte auf einen möglichst geraden Rücken. Achte bitte auch darauf, dass du deine Beine nicht überkreuzt, sondern dass du ganz locker da sitzt oder da liegst. Das Thema der heutigen Reise ist deine Wirbelsäule. Und du schließt jetzt mal deine Augen. Atmest mal ganz tief ein und wieder aus. Und machst dir bewusst, dass du dich an einen Ort begibst, wo deine Wirbelsäule geheilt wird. Du gehst jetzt an einen Ort zu den besten Wirbelsäulenspezialisten, die wirklich alles in die Heilung bringen können, ganz egal, was für Themen du auf deiner Wirbelsäule gespeichert hast. Und während du diese Meditation hörst, spürst du schon, wie du immer ruhiger und entspannter wirst, immer sicherer und klarer in dich selber hineinsinkst und somit an den Ort der Heilung, der Geborgenheit und des Schutzes. Du kannst nun wahrnehmen, dass es an der Zeit ist, alle Zweifel und jegliche Skepsis, die du vielleicht noch hast, über Bord zu werfen. Das heißt, Sätze wie, ach, hilft's nichts, schadet's nicht oder
das wird wahrscheinlich eh nichts bringen, ich mach's halt. Also jegliche Skepsis, alle Zweifel werden jetzt mal transformiert und du spürst, dass du entspannter wirst und wie sich ein tiefes, tiefes Vertrauen in dir ausbreitet. Zuallererst müssen jetzt einige Schocks von der Wirbelsäule gelöst werden. Schocks der Wirbelsäule sind zum Beispiel Dinge, wo du vielleicht mal gestürzt bist oder hart aufgekommen bist, wo du dich vielleicht mal verrissen hast. Und diese Erfahrungen werden jetzt einmal gelöst. Das heißt, es fließt ein Schocklöser in deinen Rücken, in deine Wirbelsäule. Das kann man sich so in einem angenehmen, aprikotfarbenen, wärmenden Licht vorstellen. Und es spielt keine Rolle, was du für medizinische Diagnosen bekommen hast, denn deine energetische Wirbelsäule wird jetzt absolut auf eine höhere Schwingung gebracht. Atme nun mal tief ein. Und wieder aus und spüre, wie sich deine Wirbelsäule ausrichtet, wie sich deine Wirbelsäule entspannt. Und spüre jetzt, dass du immer mehr und mehr an einen heilenden Ort kommst. Und auch an einen Ort, wo eine tiefe, tiefe Reinigung stattfindet. Und diese Reinigung manifestiert sich jetzt in einem weißen, strahlenden Licht. Und dieses strahlende, weiße Licht reinigt jetzt zuerst mal deinen Kopf und deine Schultern. Und du spürst, dass du freier und frischer wirst. Und du spürst auch, dass du klarer und ruhiger wirst. Und alle Aspekte deines Lebens, wo du dich vielleicht verdreht hast, wo du nicht ganz hinter dir gestanden bist, wo du versuchst, irgendetwas zu schaffen, was du vielleicht gar nicht schaffen möchtest oder musst. All diese Aspekte werden jetzt rausgereinigt. Und deine Wirbelsäule entspannt sich. Also überall, wo sich deine Wirbelsäule verspannt hat, beginnt sie sich nun zu entspannen, sodass dieses weiße Licht in jede Ecke, jede Faser deiner Wirbelsäule einfließen kann. In jeden knöchernen Wirbel,
in deine Bandscheiben, deine Knorpel, in alle Blutgefäße und Nervenbahnen. Überall geschieht nun diese Reinigung. Atme nun tief ein und wieder aus. In der nächsten Stufe deiner Wirbelsäulenbearbeitung werden nun alle Themen, die auf deiner Wirbelsäule gespeichert sind, die mit anderen Menschen zu tun haben, gereinigt. Das kann Streit sein, das kann Neid sein, das kann Stress sein, Missgunst sein, das können Missverständnisse sein. Aber all das wird jetzt gereinigt. Und du spürst, wie deine Wirbelsäule innerlich aufatmet. Du spürst, wie dein Rücken länger wird, sich entspannt. Und du spürst, wie mehr Kraft und Stabilität in deine Wirbelsäule einfließen. Und über diese Emotionen, über diese Reinigung der Emotionen fließen auch Ängstlichkeiten und Ängste aus deiner Wirbelsäule ab. Das können Ängste sein, die du vielleicht seit deiner Kindheit trägst, die du aufgrund der Beeindruckungen deiner Eltern, also deiner Erziehung, einfach mitbekommen hast. All diese Ängste lösen sich jetzt und reinigen sich jetzt aus der Wirbelsäule. Und alle Urvertrauensprobleme, also alle Probleme, die du mit dir selber hast, dich auf dich selbst zu verlassen, dir selbst zu vertrauen, all diese Themen fließen jetzt auch ab. Und du spürst, wie ein ganz großer Druck, eine große Hitze über dein Wurzelchakra jetzt in die Erde fließt. Also zwischen deinen Beinen, mit deinem Becken, Steißbein entlang fließt jetzt diese aufgestaute Energie ab. Und du spürst, dass du leichter und flexibler wirst. Und du spürst auch gleichzeitig, dass dein Kopf freier wird. Lass jetzt diese Frequenzen ein bisschen wirken. Und erlaube dir jetzt, dass du dir bewusst machst, dass du dich zu 100% jetzt in deinem Körper manifestierst und dich wohlfühlst und deinen Raum einnimmst. Deinen Raum, indem du hundertprozentig hinter dir stehst, zu dir stehst, zu allen Aspekten deines Daseins stehst. Und du spürst, wie sich das ausdehnt, fast wie Wurzeln, die sich im Raum verteilen. Und du merkst, wie eine ganz tiefe Sicherheit und ein tiefes Vertrauen in dir erwächst. Und du spürst, wenn ich es möchte, ist wirklich alles möglich. Und du bedankst dich für deine unendlichen Möglichkeiten
und beginnst diese unendlichen Möglichkeiten jetzt sofort bei dieser Heilung, Korrektur und Aufrichtung deiner Wirbelsäule wahrzunehmen. Und du spürst, dass Heilungsenergie ganz von selbst in deine Wirbelsäule fließt, wie sich dein Becken ausgleicht und korrigiert, die Oberschenkelknochen, die Knie, Unterschenkel bis zu den Zehen, Knöcheln. Gleicht sich jetzt dein Körper aus, richtet sich aus, findet neue Stabilität. Und du atmest jetzt tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie du stabiler und klarer wirst. Und während sich dein Becken ausgleicht, gleichen sich deine Schultern mit aus. Du wirst absolut gerade gerückt, absolut in diese Form kommst du, die dir entspricht. Und du spürst jetzt, wie sich deine Brustwirbelsäule ausgleicht, ausrichtet und vor allem auch dein Brustkasten sich öffnet. Und Rippe um Rippe, Wirbel um Wirbel einen neuen, unendlichen Platz für dich schafft. Du spürst, wie sich all deine inneren Organe entspannen. Und du spürst, wie in dir immer mehr Licht zu fließen beginnt. In diesem Augenblick startet eine ganz tiefe Transformation. Es wird nämlich jetzt das Programm gelöscht. Auf allen Ebenen, wo du das Gefühl hast, etwas verloren zu haben, etwas hinter dir gelassen zu haben, was vielleicht wichtig gewesen wäre, dass dir etwas fehlt in deinem Leben. Und dieses Fehlen oder das Gefühl, dass dir etwas fehlt, wird jetzt gelöscht und transformiert. Und du hörst auf zu suchen und beginnst dich ganz auf dieses Zentrum, dieses stabile Zentrum in deinem Inneren zu konzentrieren. Und du weißt, du kannst dich zu 100% auf dich verlassen. Atme tief aus und wieder ein. Und spüre eine tiefe Kraft und Ruhe. Spüre deine innere Stärke und Stabilität. Spüre, wie sicher du hier auf Erden bist. Und aus dieser Sicherheit, aus dieser materiellen Sicherheit, dieser Stabilität, erwächst nun der Wunsch, inspiriert zu werden. Und du spürst jetzt, wie sich deine Wirbelsäule nach oben hin öffnet,
wie sie freier wird, klarer wird und eine tiefe Reinigung geschieht. Und du spürst auch eine tiefe, tiefe Heilung, die jetzt aus der geistigen Welt in deine Wirbelsäule fließt. Alte Glaubensmuster werden jetzt noch einmal transformiert, diesmal auf der Gedankenebene. Und du spürst, wie sich deine Halswirbelsäule entspannt, wie sich deine Kiefer entspannen, wie deine Schultergelenke in absolute Harmonie gebracht werden und wie Wirbel für Wirbel sich ausrichtet, um in die optimale, harmonischste Form zu gelangen. Und auch deine Bandscheiben werden jetzt mit einer Nährlösung versorgt, die genau die optimale Mischung für deine Bandscheiben bietet. Und du kannst dir das vorstellen, dass deine Bandscheiben teilweise wie ausgetrocknete Schwämme sind. Und die werden jetzt mit einer Nährlösung wieder weich gemacht und versorgt, sodass diese trockenen, harten Schwämme wieder weiter und weicher werden und immer mehr aufgehen, sodass deine ganze Wirbelsäule, dein Rücken viel, viel flexibler wird, aufgeht, weicher wird. Und vor allem durch diese Weichheit öffnet sich auch dein Wirbelsäulenkanal, also dein Rückenmark nochmal, wird durchgängiger. Und du spürst jetzt, wie diese Kraft allen Stress von deiner Wirbelsäule entfernt. Und diese Kraft ist die Kraft der Entspannung und des Vertrauens. Atme jetzt tief ein. Und wieder aus. Und spüre jetzt nochmal, wie deine Wirbelsäule auf die höchstmögliche Schwingung gebracht wird. Spüre, wie alle Ohnmachtsgedanken von dir abfallen. Und vor allem, wie die größte Blockade von allem von dir abfällt, nämlich dieses, du musst es alleine schaffen. Du musst alleine tüchtig sein. Dieser Satz wird jetzt entfernt. Und wenn du den Satz hast, ich kann es alleine nicht schaffen, wird auch dieser transformiert. Und diese Energie fließt jetzt deine Wirbelsäule hoch. Und du spürst, dass eine absolute Heilung stattfindet. Und diese Heilung breitet sich jetzt auch durch deine Wirbelsäule in alle Nervenbahnen aus. Und diese Nervenbahnen führen zu deinen Organen. Und deine Organe spüren auch, dass eine neue Klarheit reinkommt, dass die Verbindung zwischen Hirn, Wirbelsäule, Nervenbahnen, dass die jetzt frischer ist. Dadurch löst sich ganz viel Leidensdruck, den du gespeichert hattest. Und du spürst jetzt auch, dass mit der Wirbelsäule dein Schädel, die Schädelplatten, Kiefer, Schultern, Brustkasten, Brustkorb, Becken, Hüfte, Oberschenkelknochen, Hüftgelenke, Oberschenkelknochen, Knie, Unterschenkel, Füße,
Oberarme, Ellenbogen, Unterarme bis zu den Fingerspitzen, sich jeder Knochen in deinem Körper optimal ausrichtet, um deine optimal stabilisierte Wirbelsäule herum, Muskelverspannungen, Verkürzungen lösen sich und du spürst, wie du in dir eine ganz neue Stabilität spürst. Du spürst, wie du in dir eine ganz neue Größe spürst. Denn jede Ebene, auf der du dich verzogen hast, klein gemacht hast, auf der du ängstlich gewesen bist, transformiert sich jetzt. Und du spürst, dass du in dir einen unendlichen Funken trägst. Und du spürst, dass dieses Licht unendliche Heilung beinhaltet. Lass dieses Licht jetzt durchfließen und genieße diesen Moment. Genieße diesen Moment der höchsten Heilung, des höchsten Friedens und der höchsten Harmonie. Bedanke dich bei deinem göttlichen Selbst, bei der geistigen Welt für ihre Hilfe und Unterstützung während dieser Heilmeditation. Spüre, dass du in dir voller Licht bist und spüre vor allem deine korrigierte Wirbelsäule. Spüre, wie sie sich energetisch aufrichtet, ausrichtet und spüre, dass es schön ist und Freude macht, dass du hinter dir stehst, du zu dir stehst, du für dich da bist. Atme jetzt noch einmal tief ein. Und wieder aus, nochmal tief ein. Und wieder aus. Und jetzt streck dich mal durch, beweg deinen Körper, beweg deine Wirbelsäule, streck deine Füße durch, beweg dich. Und komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Fühl, wenn du möchtest, noch etwas nach. Und wenn du dann bereit bist, kannst du die Augen öffnen. Wenn du dich wieder gut fühlst, ganz im Hier und Jetzt. Und spür, wie die Heilenergie noch weiter durch deinen Körper fließt. Wie gesagt, wenn du bereit dazu bist, dann öffne deine Augen, komm ganz ins Hier und Jetzt zurück. Du kannst diese Wirbelsäulenreise natürlich wiederholen. Und du wirst auch merken, es sind ganz viele Teile deines Körpers heute angesprochen worden, eigentlich der ganze Knochenapparat, Bewegungsapparat. Schau einfach mal, beobacht mal, was sich tut. Ich freue mich natürlich, wenn du da Erfolge hast oder wenn sich was verändert hat, schreib mir das in die Kommentare. Wenn du ein anderes Thema weißt, das du gerne bearbeitet haben möchtest oder wo du mal eine Meditation dazu hören willst, dann schreib mir das auch in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir ein Like da, würde mich natürlich freuen. Und abonniere meinen Kanal. Und es geht
dann beim nächsten Mal wieder weiter mit den Körperreisen. Aber bis dahin alles Gute und denk daran, Ereni bringt Energie.